Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Und zwar haben wir nichts mehr zu tun, ne? Wenn ich es so sehe. Quests können wir jetzt auch Eier suchen. Da haben wir jetzt sicher die Eier zu. Hahaha. Wir dürfen doch hier gar nicht rein. Oder wie sehe ich das? Oder dürfen wir doch schon hier rüber? Beide kreisen nach Alexandria, um seine Frau zu suchen. Dürfen wir jetzt echt schon her? Der Philosoph aus Versehen. Dürfen wir jetzt echt schon da hoch? Dann kann ich auch hier hinreisen, weil das wäre schneller. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir einfach nach Alexandria dürfen. Da habe ich mir ja umsonst einen Kopf gemacht, dass wir das nicht können und alles. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sind übrigens schon über 22 Kilometer im Spiel gelaufen in den über 4 Stunden der aktiven Spielzeit, ne? Schwupp. Was ist das? Hab ich dich! So. Ich hab keinen Bock, mich mit Idioten hier einzulassen. So. Vor allem dachte ich, die hätte ich alle umgenietet. Oder kommen die wieder nach einer gewissen Zeit? Komm mal her, genau. Mit dir bin ich schneller. So, denn brauchen wir ja immer mal. Und ich sage ja, ich mache sowas nebenher, weil ich gar nicht so klar plane. Ha. Wie immer noch Musik spielt. Ist hier nichts mehr? So, den habe ich. Nee, den nicht mehr. Auf dem Weg zu einem schickeren. Bam. Ich weiß auch nicht, wofür wir die hier brauchen, aber braucht man garantiert, sonst könnte man sie nicht jagen. Was ist mit denen? Mach doch nicht solche Bahnen. Menno. Nee, das ist zu hoch. Die sind gerade zu hoch. Dich kriege ich noch, genau. Du warst niedrig genug. So. Oh, das wollte ich nicht. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht als Feind. Pass auf. Gib den Weg frei. Ich wollte nämlich wirklich nur die Mähne treffen. Komm rüber. Komm rüber, du Zigarettenmakel, du. Husch. So, haben wir mal ein bisschen Jagd hier nebenbei erledigt. Wie wir schneller sind als die mit ihrem, na gut, die traben auch gerade so dahin. Erstmal gegen den Baum gerannt. Oh, Alexandria kommt jetzt, ich glaub's ja nicht. Ich krieg nicht, ich glaub's ja echt nicht. Und wir dürfen hier schon hin? Ernsthaft? Wir dürfen? Jetzt. Sind Mögen da? Die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Alexandria. ja. Arya. Ich reise mal zu Arya hin
Weil ansonsten sehe ich das Gebiet ja noch gar nicht aufgedeckt. Boah. Das ist schick hier. Das ist schon schick. Wie sie einfach schon mehrspurige Straßen haben, ne? Quasi. So, huschen wir hier mal hoch. Da oben soll es sein. So. Hier ist also seine Frau. Große Bibliothek. Ich krieg mich nicht ein. Die Schlange bekommt eine Antwort. Hier. Oh. Was ein geiles Gebäude. Das ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Die sind alle da drin? Oh ja. Na, dann kannst du das doch kopieren. Zu spät, keine Lust mehr. Doch, bitte, nimm es. Nein. Du kannst es haben. Ah ja. Husch, husch. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Nett. Ah ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nett. So. Da siehst du ja hier hinten. Ich finde ja. Wo war das? Hier? Ist das noch drin? Wahrscheinlich, oder? Warte mal. Wenn das von drin zu erreichen ist. Hier hinten. Ah. Es geht hier noch weiter einfach. Oh. Die Eumels hier alle. Steht hier. Geteiltes Tal. Im Zentrum des Nomos Neret Mehetet findest du mich. Versteckt in einer Schlucht nahe Antylla. Ich bin unter einem Baum, der sich für einzigartig hält, aber nur, weil die nahegelegene Felsbrücke ihm die Sicht auf die anderen seiner Art versperrt. Okay. Interagieren. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Arya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Baik, oder? Arya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Wer ist das? Husch mal hinterher. Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Aha. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Arya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Arya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus. Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Da! Das ist Phanos. Ihr glaubt, er sei ein Poet. Ist er nicht? Der moderne Sophokles. Boah, sieht also schön aus hier. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Arya in dem Monument da vorn. Hier? Ah, warte mal, hier, warte, da kann ich rein. Genau da. Hab etwas Vertrauen.
So. Ach du Scheiße. Ist das nicht irgendwie eine Art Brunnen da unten? Na, husch da rein. So. Nett. Okay. Also ich hätte mich das jetzt nicht getraut, hier aber so reinzuspringen. Aber, Bike ist ja auch mutig, ne? Aber es sieht ja aus, als ob hier Leute leben. Es würde hier nicht alles Mögliche brennen. Wobei man damals auch teilweise Tochter hatte, die sich mit Öl tränkten aus unterirdischen riesengroßen Lagern, sodass es quasi möglich war, durch Dochte, die man halt durch Leitungen legte, in solchen alten Bauten, dass man dann halt nur die Speicher unten auffüllen musste und theoretisch halt über Jahrhunderte Licht hatte. Ne, nur theoretisch. Huch. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Ich wollte gerade sagen, machen wir uns endlich den Bart ab. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Es war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Na, dann macht ihr erstmal entspannt rum. Das brauchen wir auch hin und wieder. Sieh dir das an. Ich habe es von Arcteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäus' Hof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Eine Klinge. Eine Assassinenklinge. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Hand zurück. Hand zurück, du Eumel. Genau. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Sehr gut. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straße. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Na, er wollte mich vielleicht ärgern. Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Süß. Und auch meins, mein Liebster. Sehr theatralisch.
Gennadius und die Schlange. Oh, jetzt ist es aufgedeckt. Oh Gott, ich könnte so kommen, wenn ich das hier sehe. Ich guck mal hier, ein Theater sogar. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie geil ich das finde. Das kann ich euch gar nicht sagen. Denn die Worte würden dem nicht gerecht. Es ist unglaublich. Ah, warte mal, stimmt, was ich hier eigentlich sehen wollte. Ziele, da hat sich doch jetzt was verändert. Okay, also der Geier ist hinüber und der Widder ist hinüber. Da hat sie sich drum gekümmert. Dann fehlt nur noch die Schlange, sehr schön. Ayas erstes Opfer. Während sie in Alexandrias Spuren des Ordens suchte, stieß sie auf Aktaion. Sie konnte ihren Verdacht bestätigen und Masken einer Verwohnung fand. Er starb einen schrecklichen Tod, während jemand die Maske trug. Seine Mitgliedschaft im Orden der Ältesten ist klar. Seine Rolle beim Tod von Kemu bleibt dagegen ungeklärt. Der Widder. Er hat Aya, die Mörderin seines Freundes Aktaion, in Alexandria verfolgt. Längst starb er schließlich durch ihre Hand. Dann bleibt nur noch die Schlange übrig. Ist einer der Maskierten, dessen Name während der Tragödie in Siwa erwähnt wurde. Der letzte Mörder unseres Kindes. Den kriegen wir auch noch. So. Boah, das ist so geil hier. Ich kann's nicht sagen. Und er ist weg hier, der Händler. Na gut, der ist jetzt wahrscheinlich dann hier, das Ausrufezeichen, ne? Ach nee, das ist das Banditenlager. Wie sollen das überfallen? Ah, stimmt. Das war die Aufgabe, wo wir den Leuten helfen sollten. Boah, und wir können hier auf den Turm klettern. Alter. Kyle Reese hat hier ein schönes Bild gemacht. Darf ich mir das angucken? Ich will das sehen. Oh. Wie geil. Und wenn ich da nach links gucke, ob das Gizeh sein soll? Weil wenn ich von Alexandria nach Süden gucke, aufs Land, ins Nildelta runter, dann könnte das Gizeh sein da hinten, wo die Pyramiden stehen. Das würde zumindest Sinn machen. Das ist natürlich nicht von der Größenordnung 1 zu 1 immer alles korrekt hier, aber ich könnte es mir halt denken. So. Hier steht es auch, Giza. Das könnte es sein, ja. Wenn man bedenkt, wie viel wir hier noch nicht gesehen haben, ne? Oh Gott. Das Spiel ist schon... Es ist speziell. Sagen wir mal, es ist speziell. Wer ist die Schlange? Das muss ich noch herausfinden. Im Palast muss es einen Hinweis geben. Such nach dem Siegel, das auf dem Brief war. Es ist zu gefährlich, das Versteck zu verlassen, solange Gennadius und seine Männer nach mir suchen. Gut, dann bleib du erstmal hier. Ich kümmere mich um die Schlange. Du hast genug getan. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass die uns Arbeit abnimmt. So eine kleine Schale habe ich übrigens auch hier noch irgendwo rumstehen. Hier so eine kleine Lampe. Ich gucke mich hier gerade immer so ein bisschen um. Ne? Springen wir ihm auf den Schoß. Hopp. Naja, oder auch nicht. Nee, ich will mich halt ein bisschen umgucken, wie ich das immer so mache. Was haben wir hier zum Beispiel? Siehst du? Lohnt sich doch direkt. Wen haben wir hier dargestellt als Kolossstatue? Es war irgendwie beliebt früher, den Helm da so auf den Kopf zu schneidern, das ist, zu bildhauern, so, mein Gott, was steht hier? Ayas Notizen, Phanos hat recht, ich sollte mich mit Apollodoros treffen. Er glaubt, dass Aktaion involviert ist, ich muss mich in sein Quartier schleichen, die Maske, er ist einer von ihnen, sein Blut für meinen Kemu, jetzt sollte ich mich verstecken, Apollodoros könnte helfen. Er hat mir Zugang zum Versteck gewährt, ich kann ihm vertrauen. Okay, also diese Klinge, die wir jetzt haben, das ist ja die Klinge, die die Assassinen alle haben. Und hier hat das begonnen, den Verräter Xerxes, also getötet, Jojo. Da wird offenbar gerade das Herz gegen die goldene Feder gewogen. Und da wird dann entschieden, wer ins Totenreich kommt und wer nicht. Nun gut. Kommen wir hier wieder raus.
Stimmt, hier kamen wir her. Oder war das die Tür da hinten? Ja, ich bin ja ihr erstmal hinterher gelaufen und habe hier nicht selber geguckt. Mein Gott, dauert das lange. Mit der Tür. Und die hat doch von Kleopatra gesprochen. Ob wir die hier auch noch treffen? Ich bin gespannt. Boah, wie gut das aussieht. Wie gut das aussieht. Na gut, da kommt aber auch von außen keiner drauf, dass man da unten reinkommt, ne? Eher unwahrscheinlich. Wir sind in Alexandria. Ich bin immer noch ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Genau, hopps mal hier mal hoch. Eine Feuerschale. Okay, da sollte ich vielleicht nicht reinspringen. Sonst brenne ich gleich wieder vor Leidenschaft. So. Boah, ist das geil hier alles. Ich kriege mich nie ein. Ich kriege mich einfach nicht ein. Große Bibliothek. Finde den versteckten Papyrus. So versteckt war der gar nicht, aber mitten drauf. Banditenlager. Was ist das? Die Ptolemaios-Statue. Die würde ich gerne kaputt machen. Der Saftsack. Aber hier sind alles noch, das sind Quests, die sind noch alle so ein bisschen zu für uns. Hier sind überall Fragezeichen. Hier ist viel los. Schnellreise. Ja, die Reisepunkte mache ich uns auch noch. Kein Ding. Welchen Level haben wir denn jetzt mittlerweile? Okay, das ist empfohlen. Wobei auch das nah dran ist und die Quest könnte ich endlich mal abschließen. So, wir haben einen neuen Schild und eine neue Waffe bekommen. Sivanisches Zepter. Wir haben hier... Angriffsgeschwindigkeit steht da nicht bei, oder? Harpe des Perseus. 70. 73. Sivanisches Zepter. Und ist von der Qualität her halt nochmal wesentlich höher. Zum Kernholz einer einzigen Skyomore gemacht, die in der Oase von Siva gefällt wurde. Wir können es ja mal ausrüsten. Und ich versuche mal damit zu kämpfen. Also ich werde jetzt hier niemanden herausfordern. Aber ihr könnt auch hier sicher mal irgendwo ungesehen so ein bisschen im Gebüsch rum. Sowas. Ja, das sind die großen Hiebe. Oh, gut. Mann, kann man damit schnell umgehen. Sehr schön. Nö, das reicht vollkommen. Dann behalten wir mal unser Zepter. Und den können wir dann jetzt endgültig mal zerlegen. So, dann haben wir hier noch Schild. Im Moment tragen wir Phalanx-Schild 164. 163, 184. Schon besser. 243, ist klar. Schartiger Schild. Was ist da für ein Schild? Wir sehen Kriegsgeräte nur selten als Verwandte an, aber in diesem Fall ist Opa eine absolut treffende Bezeichnung. Ja, weil er so alt ist, ne? Mein Gott. Also den hier würde ich direkt zerlegen. Den auch. Den lilanen kann ich ja nochmal aufheben. Genauso wie ich hier ja unsere Harpe aufhebe. So, dafür müssen wir noch ein Krokodil erlegen, um die Gesundheit zu erhöhen. Stabilisierungs-Handschuh. Fernkampfschaden. Und was haben wir hier noch? Die versteckte Klinge. Erhöht den Schaden der versteckten Klinge. Boah, guck mal, was das für ein Schaden ist. Nahkampfschaden 31 und hier haben wir 815 auf 1074. Da muss ich überhaupt nicht nachdenken. Damit können wir ruckzuck mal jemanden Auto killen. Was brauchen wir hier nochmal für? Okay. Also wir müssen echt nochmal einen Kroko erlegen irgendwie. Sachen gibt's. Ich meine, man kann hier nicht jeden ansprechen, nicht jeden der NPCs. Das wäre aber bei der Menge an dargestellten NPCs auch ein bisschen übertrieben. Eine Schwünsch. So. Dann wollen wir jetzt mal suchen hier. Lalala. Wo ist unser Camel? Da ist unsere Zigarettenmarke. Dann huschen wir jetzt mal und versuchen endlich mal zu klären, was da abgegangen ist. Mit den Dodelingen da hinten, mit dem Geburtsrechtsgedöns.
La la la. Laufen wir doch nicht alle vors Pferd. Oder vors Kamel halt in dem Fall. Das ist schon echt schön hier. Ich werde noch sehr viel Zeit hier im Spiel sein. Auch außerhalb von dem, was ich muss, sage ich mal. Okay. So. Finde und eliminiere Sophronios. Und in der Nähe des Westtors. Wow. Gut, vielleicht kann ich hier direkt mit der Assassinenklinge killen. So, ich nähere mich ihm mal. Oh oh. Bewegung, los! Hopp. Oh, was kriegt mir noch? Ohne Ute weigert sich, mir den Dattelhof zu überlassen. Der jaulende Flakos sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben und seine Familie auch. Lass es wie ein Unfall aussehen, teilen uns den Gewinn. Das hat er, da stand doch vorhin im Lager auch schon. Ja, der kann ich meine Ganzfortung nicht auszunutzen, als toten Mann. Ja, war das... okay, da ist das gleiche Dokument einfach nochmal. Wer bist denn du? Niemand, den ich suche. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Das war's. Hey, was? Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Okay. So, das kann ich auch. Mein Gott, nun hau doch nicht so oft zu. So, hier, da. 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 Na? So. Und rein. Und rein. Und zack. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Ich will nicht mal wegrennen. Bam. Starkes Teil. Okay, da habe ich gar nicht mehr großartig mit ihm verhandelt. Da habe ich ihn hier direkt gefunden. Seine Wachen haben ihm auch nicht geholfen. Nicht ernsthaft. So, Schwumm. Gibt's hier noch irgendwas? Warte, hier um die Ecke. Achso, da kann ich noch ein bisschen plündern. Mir ging es aber mehr um die Tat, als dass ich was plündern kann. So, wo muss ich das nochmal abgeben? Das war, das Anwesen, war das... Außenposten der Seevilla. Quest. Gennadius und die Schlange. Ja. Das sind die beiden Hauptziele, klar. Aya, Bayek reist noch, um seine Frau zu suchen. Eliminiere Gennadius und die Schlange. Okay, das ist ja hier die Hauptaufgabe irgendwo. Oder sind die Hauptaufgaben, genau. Der Geschmack ihres Stichs. Haben wir schon wieder was gefunden hier? Wie jetzt? Achso, weil das geht. Weil ich meinen Fernkampfschaden erhöhen will. Ja, aber als erstes will ich mir meine Gesundheit mal wieder erhöhen. Ich suche also erstmal nach einem Krokodok. So. Und hier ist doch noch dieses Banditenlager. Warte. Hier. Banditen. Ah, guck mal. Wenn es eine Belohnung dafür gäbe, eine Banditenbande auszuheben, wärst du interessiert? Bei Banditen auch ohne Belohnung. Ah, wir müssen erstmal die Quest hier bekommen. Okay. Die Quest, Banditengedöns, Banditenüberfall. In 6 Stunden müssen wir die packen. Habe ich die jetzt markiert? Haben wir die jetzt markiert? Ach, das sind die Banditen? Ah, na, weißt du, was das Praktische ist? Ist das nicht ein Schnellreisepunkt? Kann ich da nicht einfach hinreisen? Da in der Nähe, ne? Ach komm. Hier.
Zack, Schnellreise in die Nähe. Na siehste, schau mal einer, guck. Schau mal einer, guck. Warte mal kurz. Oh. So. Warte. So, ich sitze wieder. Ich muss erstmal was richten. So. Wieso gehe ich jetzt an Maus und Tastatur? Wollte ich doch gar nicht. So, erstmal springen wir hier. Hopp. Runter. Da hinten ist es. Husch. Dann können wir doch nochmal hier. Pst. Wo ist er? Wie der auch immer überall herkommen kann. Ich frage mich immer, wo der ist. Capsule Corporation oder was? Kamel in der Hosentasche. Es ist unbegreiflich. Meine Nachbarn räumen schon wieder um. Außerdem wurde ich eben noch angemailt, ob ich heute Abend Zeit hätte. Ich habe grundsätzlich immer mal Zeit. Die kann man sich nehmen, die hat man nicht. Werde ich wohl auch tun. Aber das wollte ich hier noch machen. Versteck im verlassenen Tempel. So. Okay, hier sind offenbar 5 Banditen, wenn ich das richtig sehe. Dieser Ort wird schwer bewacht. Nein, nein, hier, das will ich. Aha. Da ist gar nichts. Na gut. Das kriegen wir wohl hin. Schwer bewacht hier, Handvoll Banditen. Oh, da hinten ist noch einer. Es sind nur eine gewisse Menge an Zielen. Was nicht heißt, dass die anderen zu vernachlässigen wären. Was ist da runter? Ich werde hier nach und nach. Ich gehe durch die Vordertür quasi. Aber auch nur quasi. Hey, was? So. So. Mist, haben wir wohl mal gesehen? Ach, hier ist auch einer. Was, da bist du? Hier ist auch einer. Wie die immer abhauen. Also entweder wollen sie kämpfen oder nicht. Aber das ewige Abgehaue. Was bist du, ein Elf oder was? So. Nix da. Aua. Würdest du. Warte mal. Markier ihn mal, wollte ich gerade sagen. Du hättest nicht herkommen sollen. Wie der immer abwehrt. Was hat der denn? Na gut, der hat eine Krone auf. Das ist der Hauptmann wahrscheinlich wieder. Oh nö, komm. Ausweichen. Warum ist er nicht zu treffen? Jetzt. Husch. Haben wir ihn. Reiß dir die Eingeweide raus. So. Zack. Zack. Und bam. Über den langen Hebel. Boah, erstmal hier. Okay, wir haben den Hauptmann erledigt, aus Versehen direkt. Aber da kann ich nichts für, der stand mir da so im Weg rum. Huh. Und. Zack. Okay, also jetzt nimmt er beim Anschleichen automatisch seine Assassinenklinge und haut die nicht nur um. Zack. Hey. Was? Okay. Ich spreng dich um. Ja, ich nehme dir das schon mal ab, also nur andersrum. Ich hoffe, das ist auch okay. So, zack. Ins Gesicht.
Mist. Das muss ich reparieren. Nein, solltest du aufhören zu brennen. Ich kann ihn treffen. Na komm. Als ob du mir davon kommst. Der ist aber auch brutal. Darum hatte Reda mich gebeten. Sprich mit ich Reda. Ich sage ihm Bescheid. Ja, haben wir gar nicht lange rumgeredert. Schwupp. Hier noch, da noch, da noch, da noch. Ach so, war gemeint hier. Mit dem Fell. Ein Löwen. Mein Gott, hier ist ja noch ein... Nee, warte. Ein Katzenamulett. Ist das gut? Wie kommen wir denn da unten rein? Ich habe hier eben noch was gesehen, das in den Ruinen offenbar... Warte. Siehst du das? Warte. Hier unten war noch alles Mögliche markiert. Da. Siehst du das hier? Hier unten drin irgendwie. Hier unten muss noch was sein. Ah, hier ist auch direkt ein Eingang. Oh, gucke mal. Na, das sind Banditen, ne? Pelz. Boah, 200 Münzen. Und noch irgendwas, ein Gefäß. Oh, hier ist ja noch mehr. Es gibt's ja gar nicht. So. Hier. Und hier. Na, das finde ich jetzt einmal nett. Schatz plündern. Ort beendet. Wie kann man einen Ort denn beenden? Man kann eine Aufgabe an einem Ort beenden, aber einen Ort beenden, das finde ich jetzt eher kompliziert. Nun ja. Ausrüstung. Schild. Haben wir schon wieder einen neuen gefunden. 243, 183, der ist nicht ganz so gut. Und Nahkampf, da sind wir gerade bei dem... Sie war nicht in 73. Der ja... Oh, 100... ein Schepesch. Das muss ich ja gleich mal ausprobieren. Das sind so typisch ägyptische Waffen. Nett. Gefällt mir. Allerdings muss ich jetzt erstmal hier wieder hoch. Und zwar war das unsere Aufgabe. Hier hatten wir keine mehr, ne? Aber wir sollten doch hier nochmal irgendwie Bescheid geben. Ah, es ist noch einen Kilometer weit hin. Bescheid geben, dass wir da die Leute kalt gemacht haben. Ich will mal wissen, ob die uns dann halt noch was zu sagen hat, ne? Aber wir können uns ja hier hinseppen und dann reiten wir da schnell hin. Nein, nein. Wirklich hier hin? Weil hier ist auch wieder noch ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen bedeutet das jedes Mal, dass da irgendwas zu erledigen ist? Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich will dann mal hin zu dem Fragezeichen, weil es gibt viele Fragezeichen auf der Karte. Das heißt, es gäbe überall noch was zu entdecken. Das ist echt hart. Gestern Abend habe ich tatsächlich nochmal wieder ein bisschen Stardew Valley gespielt, aber nur für mich, um mal wieder reinzukommen. Es gibt mittlerweile auch verschiedene Bauernhofarten und alles. Man arbeitet an den Multiplayer und an Unterwassermodus und was weiß ich nicht alles. Also, Stardew Valley wird fleißig weiterentwickelt. Aber wie gesagt, bei Stardew Valley ist das halt ein Spiel, im Stream war das okay, aber das wäre, glaube ich, auch kein gutes Let's Play-Spiel, weil da musst du ja nur noch labern, weil du hast ja nichts zu tun, außer immer wieder dasselbe, ne? Also da bin ich, glaube ich, nicht so für, dass ich das nochmal als Let's Play anfange, aber so für mich zum Entspannen ist das mega. Und man kann ja als Mini-Let's Play zumindest mal zwischendurch mal kurz reingucken. So. So, huschen wir mal wieder aufs Camel. Hopp. Ja, so. Schwupp. Gib den Weg frei. So. Ich will nicht immer alle umrennen, aber irgendwie sind immer alle mitten auf der Straße. Mitten drauf. Druff. Doch kein Berliner. Die sind wir noch in die richtige Richtung, ja. Was ist denn hier? Banditenüberfall. Ach so, weil er hier auch ist. Ja, dann können wir ja kurz die Quest erst noch abgeben. Wenn er hier ja nun auch hockt, der hockt immer in jeder Stadt. Der kann sich teleportieren, der kleine Lümmel, der. So, hier.
Ein erfüllter Auftrag verlangt nach einer Belohnung, nicht wahr? Ja, warum nicht? Was ist das? Legendärer Raubtierbogen habe ich dafür bekommen. Da muss ich ja gleich erstmal gucken. Das muss ich ja gleich erstmal unter die Lupe nehmen. So, wir sind gerade beim nubischen Bogen, 120. Wir hätten hier noch den 152er und das ist ein 180er Brennen bei Treffer, alter Schwede. Himmelarsch und Nägern. Dann können wir hier die kleinen Bögen erstmal alle verwursteln. Der wäre auch noch stärker gewesen. Dann nehmen wir den kleinen auch noch mit weg. Mein Gott. Oh, aber das ist wieder nur eine besondere Munition. Und das auch. Mist. Hätte ich den anderen Bogen nicht auseinandernehmen sollen. Das ist wieder nur die Vierer-Munition. Ach, Mist. Distanzwaffe. Bogenträgerfähigkeit freigeschaltet. Okay. Mit Death? Wie? Ah, Kapuze. Und was macht das? Dreh dich mal. Ach so. Ob ich einen Bart haben will und so? Nee, will ich nicht. Das war vorher noch nicht, ne? Dreh dich doch mal rum. Ah, hier. Ah, gucke mal. Hier könnte ich wieder einen Bart einstellen. Oder weg. Und Haare. Aber ganz ehrlich, bei den Temperaturen willst du keine Haare haben. Zumindest nicht so lange. Nö, der ist doch ganz schick so. Und seine komische Stoffkappe kann er auch aufbehalten. Ist alles schick. So. Könnte ich jetzt erhöhen den Köcher, aber im Moment bin ich soweit happy. Ja, Awisipit. So, und dann bleiben wir gleich mal beim Ägyptischen. Und sagen Aho. Aho. Im Altägyptischen heißt nichts anderes als dort ist es. Und zwar das, wo wir da hinten hin müssen. Ein Krokodok. Das lasse ich mal hier. Na. Das werden wir hier mal. Den Angriff wissen wir doch wohl abzuwehren. Außerdem brauche ich noch eine Krokohaut. Das passt sich. Und einfach mal random Kohle für gekriegt, dass wir hier die Leute beschützt haben. Sehr gut. Dann kann ich ja jetzt direkt hier in Ausrüstung reingucken und kann Gesundheit mal erhöhen. Endlich mal. So, das kann uns nämlich nicht schaden. So. Alles gut. Ich passe schon auf, dass ich nicht jeden hier umrenne, nur weil er mir entgegenkommt. Bleibt ihr mal schön auf der rechten Seite. Aus dem Weg. Geh du aus dem Weg, sonst schiebe ich dir gleich meinen Zepter wo rein. Wobei, wir haben jetzt wieder normales Schwert als Angriff. Trotzdem kann ja nicht sein, dass sie auf der linken Seite rumrennen und sich dann immer für die Größten halten, die Römer. So, was leuchtet hier noch? Neuer Ort entdeckt, Geiernest. Ach, dann ist das gar nicht das gewesen, die ganze Zeit, wo ich hin musste. Dann ist das einfach noch eine Sache, wo ich noch was erleben kann. Wow. Ey, du Mist. Wow. Ort beendet. Was ein oller Geier. Was hat der mich da angegriffen? Und wo kriegen wir jetzt eigentlich Pfeile her? Müssen wir uns die kaufen? Oder können wir uns die craften? Ich weiß es immer gar nicht. Du sollst da hoch. Was denkst du wohl, was ich hier machen will? Ich will mir das da oben angucken. Das war's. Wir haben hier nichts zu tun. Bisschen Junggeier haben wir hier, aber das war's. Ach, dafür war das Fragezeichen? Dann ist ein Fragezeichen einfach noch irgendwie was, wo wir was entdecken können. Okay. Auch gut. Außenposten an der Seevilla. Wo wohnte sie denn noch gleich jetzt? Wo war denn hier dieser Hof? Düsen wir mal zum nächsten Punkt. Ne, so ist das ja nicht. Ob das vielleicht direkt der nächste Punkt war? Wer bist du? Keine Ahnung. So, da sind, hätten wir uns ran...
Warum auch immer ich mit Brandpfeilen um mich schieße. Ich habe halt keinen normalen Bogen gerade. Nee, aber wie können wir denn jetzt hier wieder Pfeile kriegen? Wir haben jetzt zum Beispiel noch 3 von 4. Oder ist nach jedem Kampf wieder neu? Weil wir haben ja eben auch schon geschossen. Ist das nach jedem Kampf neu? Ich verstehe das nicht immer. Egal. Ich gucke jetzt erstmal. Oh, guck mal hier. Ein Hippo. Flusspferdeversteck. Und was sollen wir machen? Sollen wir Hippos jagen oder wie? Können wir dem Hippo jetzt hier irgendwie einen Pfeil in den Arsch jagen? Ort beendet. Okay, das ist der Hippo-König. Na dann jagen wir jetzt Hippos, wofür wir auch immer die brauchen. Scheiße, nein, aus! Können wir die nicht plündern? Doch, wollte ich gerade sagen. Da kriegen wir doch was für. Und du schläfst? Nö, der ist tot. Der ist schon tot. Verrückt. Das war das, was wir hier tun sollten? Hippos plündern? Ich weiß gar nicht, was er mit denen machen soll, mit den Materialien. Also an alle Tierfreunde, und ich zähle mich ja auch dazu, es ist ein Spiel, ne? Es ist ein Spiel. Schnellreise haben wir jetzt aber noch nirgends aktiviert. Doch, Alexandria Schnellreise, grundsätzlich können wir dahin. Also man kann immer grundsätzlich einmal dahin, um die Schnellreise zu machen. Das finde ich lieb. Dann düse ich da jetzt nämlich hin. Dann haben wir hier ein paar Kleinigkeiten erledigt. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo der Hof war. Wo wir denn da hin konnten. Weil wahrscheinlich hättest du uns dann einfach gesagt, vielen Dank, dass ihr mich gerecht habt oder irgendwie sowas. Irgendwann im Laufe des Spiels werden wir auch garantiert nochmal vorbeikommen. Aber so, wie ich schon wieder viel zu lange aufnehme, merke ich gerade. Das ist die Folgenlängen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ist ja wirklich ein großartiges Spiel. Aber ich finde auch mal kein Ende. So, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt haben wir hier die Hauptquests noch, ne? Aber haben wir auf der Karte noch irgendwas Kleines zu erledigen? Weil das ist 20, hier ist 15. Was haben wir hier? Der Plagiator, Nebenquest. Dann machen wir doch mal sowas hier, erstmal was Kleines. Was haben wir hier für eine Quest? Der Philosoph Gedöns, Serapis, eint die Völker. Nebenquest. Haben wir gleich noch 2 Nebenquests, die Sinn machen. Aber wisst ihr, was ich jetzt erstmal machen werde? Entschuldigt mich, aber das ist das Letzte, was ich heute noch mache tatsächlich. Quests machen wir erst ab morgen wieder. Beziehungsweise unterbreche ich erstmal gleich die Aufnahme. Unterbreche ich erstmal die Aufnahme. Oh, Kamil. Um dann, während er so ein bisschen rendert hier, wie gesagt, ich wollte mich ja noch um Website-Text zu kümmern und wahrscheinlich dann halt noch kriege ich dann noch Besuch und aber das muss ich noch machen. Das ist eine Sache, da kann ich einfach nicht umhin. Oder ich heb's mir fürs nächste Mal auf, denn die Folgenlänge ist ja nun wirklich lang genug, ne? Ja, ich glaube, ich heb mir das noch auf. Nö, wisst ihr, meine Lieben, wir sind jetzt bei 50 Minuten, glaube ich, bald wieder. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Ich kann euch ja mal spoilern, was wir neben den Nebenaufgaben morgen noch machen. Und zwar möchte ich dann mal die ganzen Reisepunkte hier in Alexandria einnehmen und darunter natürlich auch den Leuchtturm. Ja, das lasse ich mir einfach mal für morgen. Man muss ja nicht immer alles noch und auch dann nehme ich noch dies mit, dann nehme ich noch das mit und nehme ich noch jenes mit. Und die Leute wundern sich immer, dass man nicht zum Ende kommt. Na dann sage ich einfach mal, bis morgen. Ist echt immer noch, also das Spiel gefällt mir immer besser, je länger ich spiele tatsächlich. Wie gesagt, viele haben mir gesagt, das Spiel, das zieht sich erstmal, bis man's mag, bis es spannend wird und alles. Ich muss sagen, ich fand's von Anfang an spannend, es wird nur immer spannender. Ich meine, was erwarten die Leute, dass direkt in der ersten Stunde quasi die Hauptstory aufgedeckt wird? Also das fänd ich ja fad, ne? Wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier gerade mal bei Zielen, schon 4 von 5 Köpfen haben, aber gerade mal das Spiel relativ am Anfang noch ist, wenn man bedenkt, was noch alles nicht aufgedeckt ist, da wird noch so viel kommen, hiernach wird es auch wieder andere Ziele geben, ne? Na dann, sag ich mal, töde, lö.